und ich musste die Sprache des Urwalds auswendig lernen. Man oft denkt, ja, das muss man doch wissen. Aber manchmal, wenn man aus einer Kultur kommt, weiß man solche Sachen nicht. Vor dem Haus lag der Mann, der Amerikaner, und war tot. Also seine einzige Wahl in seinem Kultur war, den Mann umzubringen. Überhaupt noch ein Heilmittel zu finden, ist fast unmöglich. Und wir können nichts mehr für sie machen. Im Urwald Freiheit zu haben, bedeutet Tod. Und das war auch so eine Sache, die ich dann auch noch lernen musste, dass man hier Nein sagen darf und dass man es muss. Da habe ich zum ersten Mal verstanden, was es bedeutet, wenn man sagt, das Blut friert in den Adern. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Wir freuen uns sehr. Vor einer Woche ist das neue Buch, Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, erschienen. Jetzt sind wir hier in Frankfurt, freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir ein bisschen über das Buch sprechen können, über das, was an unglaublichen Geschichten in dem Buch steht, aber auch über das, was Sabine ausmacht, was sie erlebt hat, was ihr sehr, 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 sehr besonderes Leben ausmacht und was es auch von unserem Standardleben, was wir Durchschnittsmenschen von uns so führen, auch unterscheidet. Also du bist ja, das wissen viele ja auch, die Dschungelkind gelesen haben, die sich ein bisschen beschäftigt haben, Kind deutscher Sprachforscher und Missionare mit deinen Eltern und zwei Geschwistern, ab etwa im Alter von 5 Jahren im Dschungel von West-Papua aufgewachsen, da bei einem Stamm gelebt, der damals noch weitgehend unbekannt war, unentdeckt, der sollte erforscht werden durch deine Eltern, deinen Vater, und hast da ja wirklich ein Leben im Dschungel, wirklich abseits von allem, was wir uns vorstellen können an Annehmlichkeiten, geführt mit ganz, ganz viel Aufregung. Ja, wie war das? Ich bin ja in Nepal geboren, 1972, und mit 3 Jahren mussten wir das Land verlassen aus politischen Gründen, sind dann zurück nach Deutschland. Und 1,5 Jahre später haben meine Eltern einen Auftrag bekommen in West-Papua, Indonesien. Das ist die westliche Seite von der Insel Neuguinea. Das ist die zweitgrößte Insel der Welt und beinhaltet 1/3 aller Weltsprachen. Was natürlich für einen Sprachforscher ein Traum ist, dort zu arbeiten. Und als wir angekommen sind, hat mein Vater einen Auftrag bekommen, hineinzugehen in den Urwald, um einen Stamm zu finden, wo man wusste nicht genau, wo sie waren. Man wusste, dass sie existierte, man wusste aber nicht genau, wo sie waren, wie viele es waren und was für eine Sprachrichtung sie sprach. Und mein Vater hat dann zugesagt und ist dann rein und hat dann den Stamm entdeckt, was die Fayu heißen, und hat uns ungefähr 8 Monate später als Familie mitgenommen, wo ich dann mit den Fayu, also wo wir als Familie mit den Fayu zusammen gelebt haben. Okay, und diese Geschichte erzählst du, hast du erzählt, kennen viele aus dem gleichnamigen Buch, dem Film. Dann bist du mit 17 nach Deutschland gekommen, auch das haben viele von uns schon gehört, du hast einen unglaublichen Kulturschock erlebt. Du bist natürlich sozialisiert im Dschungel, dein Gehirn ist ausgeprägt für das Überleben im Urwald und kamst dann ja, in den Westen, in die westliche Welt. Warum war das so schwierig? Also viele Menschen glauben immer, es ist natürlich, wenn man im Urwald lebt, wir hatten ja kein fließendes Wasser, keine Elektrizität, es war ja ein sehr einfaches Leben. Und für uns war Deutschland natürlich wie der Himmel. Also das war für uns, wir haben uns ja vorgestellt, dass Deutschland das unglaublichste Land der Welt war. Und wir waren ja schon mal in Deutschland. Es war ja nicht so, dass wir durchgehend im Urwald waren. Wir waren, jede 4 Jahre sind wir zurück nach Deutschland gekommen und haben dann die Oma besucht und die Tante besucht, waren aber nur so ein paar Wochen da und sind dann wieder zurück. Und als ich dann mit 17 hierher kam, hatte ich erstens komplett andere Vorstellungen. Aber die meisten Menschen glauben immer, die Schwierigkeiten, so einen Wechsel zu machen, hat mit dem Äußerlichen zu tun. Zum Beispiel mit der Technologie, mit der Entwicklung hier, was Autos und Züge und sowas angeht. Das war aber nicht das, was so schwer war. Für mich war das wunderschön, also heißes, fließendes Wasser. Was so schwierig war für mich und was ich später so, man sagt, in einen Kulturschock hineingekommen ist, hatte mehr damit zu tun, dass ich aus einem System kam, das eigentlich dafür programmiert war, in den Urwald zu überleben, mit einem Stamm, das natürlich komplett anders denkt und komplett anders funktioniert als die Menschen hier. Aber es war nicht so, dass jemand mir das erklärt hat, weil letztendlich sah ich ja aus wie alle anderen. Und deshalb hat auch, wenn ich zum Beispiel in Situationen hineinkam, dann
waren die Menschen so irritiert, weil sie nicht verstanden haben, dass ich aus einer komplett anderen Welt kam. Und dadurch, durch die Zeit, hat sich natürlich, was man sagt, ein Kulturschock entwickelt. Das heißt, dass ich sehr, sehr Schwierigkeiten hatte, mich so zu integrieren. Ja, du sahst ja auch und siehst es ja immer noch aus wie alle anderen hier. Ja. Man wusste zwar, du bist ganz woanders aufgewachsen, das hatte man irgendwo gehört, aber es war natürlich schwer begreifbar, dass du komplett anders sozialisiert und aufgewachsen bist. Und der Titel des Buches, Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, basiert ja auf einer Geschichte, vielleicht kannst du die kurz erzählen, die ja nochmal sehr anschaulich macht, wie schwierig das eigentlich ist für die jeweiligen Kulturen überhaupt zu verstehen, dass der andere so anders ist. Und das hast du ja sehr früh, diese Erfahrung gemacht. Und dann kommt ja noch eine andere Geschichte, da frage ich dich gleich nochmal nach, die ist auch sehr unglaublich. Vielleicht kannst du das einmal erzählen. Ja, also es war, als wir noch bei den Fayu gelebt haben, da waren wir ungefähr schon 2 Jahre dort. Und wir haben immer den Boot genommen und sind flussaufwärts, um die anderen Fayu-Gruppen zu besuchen. Und auf dem Rückweg haben wir immer irgendwo auf dem Seitenfluss angehalten, um zu schwimmen, abzukühlen. Und eines Tages kamen wir wieder zurück und fanden einen sehr schönen Seitenfluss, der wunderschön aussah, wo die Strömung sehr langsam war, wo es ganz viele Baumstämme gab, die so Flüsse, es waren ganz viele Flüsse im Wasser. Und wir haben auch immer Fayu mitgenommen. Also wir hatten ein großes Boot, ein Kanu, und da hatten wir Fayu und alles dabei. Und wie es immer war, wir sprangen ans Wasser, meine Schwester, mein Bruder, mein Vater, ich, meine Mutter. Meine Schwester fing an, ihre Haare zu waschen, und wir schwammen im kühlen Wasser. Und irgendwann mal bemerkte mein Vater, dass die Fayu ganz still im Boot saßen mit ihren Händen drin und uns total fasziniert zuschauten. Und da ist er hingegangen und hat gesagt, Leute, was ist los? Komm doch ins Wasser, das ist doch so heiß heute, ihr könnt euch abkühlen. Und haben die Kopf geschüttelt und haben gesagt, nein, in diesem Fluss schwimmen wir nicht. Und da hat mein Vater gedacht, warum nicht, ist das ein heiliger Fluss für euch? Nein, haben sie gesagt, das ist der Krokodilfluss, hier wo leben die ganzen Krokodile, die wir jagen und euch immer bringen zu essen. Mein Vater ist in eine Wahnsinnsgeschwindigkeit aus dem Wasser, also wirklich rausgesprungen, ins Boot rein, dreht sich um, sagt raus, raus, Krokodile. Wir sind dann alle ins Boot gesprungen und saßen da. Und dann fragte mein Vater, die Fayu, warum habt ihr uns nicht gesagt, dass das der Krokodilfluss war? Und da haben die ihn angeguckt und sagt, ja, aber jeder weiß doch, dass das der Krokodilfluss ist. Jahre später haben die uns erzählt, dass als sie uns beobachtet haben, waren die unglaublich beeindruckt von unserem Mut. Und haben gedacht, was für eine mutige Familie, dass die in diesem Fluss schwimmen mit diesen Krokodilen, die ja sehr aggressiv sind. Und als sie dann gemerkt haben, das war nur, weil wir es nicht wussten, waren sie natürlich sehr enttäuscht. Aber dieser Spruch, aber jeder weiß das doch, diesen Spruch habe ich jahrelang auch gehört, als ich hierher kam. Immer wieder und immer wieder. Ich kam in Situationen rein, man sagt, sind Sie bescheuert? Das weiß doch jeder, das ist doch logisch. Und deshalb war für mich diese Geschichte so prägend, weil ich zum ersten Mal verstand, dass man oft denkt, ja, das muss man doch wissen. Aber manchmal, wenn man aus einer Kultur kommt, weiß man solche Sachen nicht. Und dann gab es da ja noch die Geschichte von einem, glaube ich, US-amerikanischen Missionars-Ehepaar, das in den Dschungel kam. Die wollten dann zu einem Stamm, der auch weit entlegen war, dessen Kultur man nicht kannte. Und die waren fest davon überzeugt, dass sie sehr gut dafür ausgebildet sind, da sich zu integrieren und da zu leben. Man hatte sie gewarnt, sie sind trotzdem gegangen und dann ist was ziemlich Katastrophales passiert. Also es waren keine Missionare, es waren Anthropologen. Mhm. Und die wollten dann diesen Stamm forschen und die Missionare haben sie gewarnt, gesagt, seid vorsichtig, nein, wir kennen uns da aus, wir haben alle unser Doktortitel, wir wissen schon, was wir machen, sind denn da hingegangen. Und einige Wochen später kam durch ein Radio, man hat ja immer ein System, es ist nicht so, dass man da hingeht und man hat keinen Kontakt mit der Außenwelt, wir haben so Radios. Die Frau kam dann am Radio eines Morgens und war am Schreien, Hilfe, 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 kommt, rettet mich, die haben meinen Mann umgebracht. Dann sind die hochgeflogen, ein einheimischer Experte, der auch dieses Gebiet kannte und auch die Sprache von diesem Stamm kannte und ist hingegangen und kam dann zu dem Haus, das dieses Ehepaar gebaut hat, und vor dem Haus lag der Mann, der Amerikaner, und war tot. Und neben ihm stand der Häuptling und die anderen und die waren ganz verblüfft
Und da ist er hingegangen zu dem Häuptling und sagt, was ist denn los hier? Ja, sagt er, ich weiß nicht, was los ist. Er sagt, die Frau hat mir seit Wochen gesagt, dass sie mich als Ehemann haben möchte. Und jetzt habe ich den Mann beseitigt und jetzt weigert sie sich rauszukommen. Was passiert ist, ist Folgendes. In dieser Kultur, wenn eine Frau immer wieder einen Mann anlächelt und ihm Essen gibt und ihm Aufmerksamkeit gibt, bedeutet das, dass sie den Mann als Ehemann haben möchte. So, der Häuptling natürlich von seiner Position hat das hat nicht der ganze Stamm gesehen. Der Häuptling von seiner Position hat gesagt, ich muss da was machen, weil wenn ich nicht was mache, dann werde ich meine Ehre verlieren. Und die Frau natürlich, es war eine Amerikanerin, wollte natürlich extra nett sein und hat nicht den Häuptling andauernd angelächelt. Und der Häuptling sagte noch zu diesem Helfer, der gekommen ist, er sagte, und ich wollte sie noch gar nicht haben als Ehefrau, aber ich hatte keine Wahl, weil in der Kultur, wenn sowas passiert, dann meistens geht dann der Mann zum Ehemann und dann besprechen sie, okay, was machen wir, dann kommen sie zu einer Einigung. Aber er konnte ja nicht die Sprache sprechen von dem Amerikaner und der Amerikaner konnte nicht seine Sprache sprechen. Also seine einzige Wahl in seinem Kultur war, den Mann umzubringen. Und es ist natürlich jetzt eine extreme Geschichte, aber das zeigt, was für ein Kulturunterschied, also was Missverständnisse verstehen können, was für die Amerikanerin absolut höflich und nett war, zu lächeln und nett zu sein zum Häuptling, aber für den Häuptling befand sich eine sehr unangenehme Situation, wo er natürlich was machen sollte, weil wenn er seine Ehre und Respekt verlieren würde in dem Stamm, dann wäre auch die Position in Gefahr und dann könnte es auch sein, dass der Stamm sozusagen auseinanderfällt. Und ja, letztendlich hat er den auch umgebracht. Okay, das ist ein sehr dramatisches Beispiel, aber zeigt auch nochmal, wie Kulturen da wirklich aufeinandertreffen können und wie schwer es manchmal ist, den anderen überhaupt zu verstehen, weil man gar nicht weiß, dass man den anderen gar nicht versteht. Ja. Das war ja für dich auch ein Thema, als du dann mit 17 Jahren in die Schweiz kamst, war ja vor allen Dingen auch die Art der Kommunikation hier im Westen für dich eine echte Herausforderung. Du hast im Dschungel eine ganz andere Art der Kommunikation gelernt, was auch damit zusammenhängt, dass du, obwohl du ein Mädchen warst, als Jägerin ausgebildet wurdest und dadurch Sachen gelernt hast, die wir uns kaum vorstellen können. Vielleicht kannst du das mal erzählen. Ich kam ja an, ich war ja gerade 7 Jahre alt geworden und ich war, was man im Englischen nennt, ein Tomboy. Das heißt, ich wollte immer mit den Jungs spielen, mit Pfeil und Bogen. Ich war sehr wild. Und in einer Stammeskultur werden Kinder sehr, sehr früh nicht getrennt, aber die Mädchen sind immer mit den Frauen, die Jungs immer mit den Männern. Die Jungs lernen nicht die Frauenaufgaben, die Frauen lernen nicht oder Mädchen lernen nicht die Männeraufgaben. Und dann hatten sie ja plötzlich eine Situation, die Fayu, hier war ein Kind, wo die Eltern gesagt haben, es ist ein Mädchen. Und ich habe ja immer Hosen angehabt. Es war nicht so, dass ich keine Kleidung anhatte, sonst hätten sie ja gesehen. Und dann haben die Fayu gedacht, vielleicht gab es ein Missverständnis, vielleicht sei ich doch ein Junge. Und haben sich dann entschieden, eine Ausnahme zu machen und mich als Jägerin auszubilden, weil nach deren System war ich von der Persönlichkeit her, hatte ich das sozusagen die Fähigkeit, eine Jägerin zu werden. Und haben angefangen, mich zu trainieren als Jägerin. Das heißt, die haben mir dann gesagt, ich musste lernen zu sehen ohne meine Augen, zu riechen ohne meine Nase, zu hören ohne meine Ohren und ich musste die Sprache des Urwalds auswendig lernen. Und so fing ein Training an über Jahre, wo die angefangen haben, letztlich bevor ich überhaupt mit den Waffen gelernt habe oder Schießen gelernt habe, haben die angefangen, meine Instinkte, meine Sinne so zu schärfen, dass ich zum Punkt kam, wo ich alles um mich herum spüren konnte. Ich wusste, wenn ein Sturm kommt, bevor es kam, ich wusste ein Erdbeben, sogar ein Erdbeben konnte ich einen Tag voraussagen. Und so durch haben sich meine Sinne natürlich waren so weit entwickelt, dass ich gelernt habe, sozusagen nicht nur die Sprache des Urwalds, sondern auch zu spüren, was andere Menschen fühlen und spüren. Und da kommen wir auf die Kommunikation zurück. Genau, was heißt das, wenn man mit diesen Sinnen ausgestattet in den Westen kommt? Was passiert dann? Also ja, das ist nicht immer leicht. Also wenn ich jetzt mit jemand in einem Stamm bin und ich spreche mit jemandem im Stamm oder in einem Dorf, die Kommunikation, Wörter haben nicht so eine große Bedeutung dort. Wörter spielen keine große Bedeutung. Das ist eines der großen Missverständnisse, das viele haben, die dann Studien machen über Stämme. Wörter sind nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, was man spürt.
man kann ja spüren, was der andere Mensch denkt, was er sagen will. Wenn ich jetzt zu jemand sage, ja, du kannst du das und das für mich machen, und die Person sagt, ja, vielleicht, das vielleicht ist nicht wichtig. Die Antwort, die ich bekomme, ist das, was ich spüre. Ich kann spüren, ob er es wirklich machen will oder nicht. So, und das war die Kommunikation, die ich kannte. Jetzt komme ich in den Westen und denke, dass alle so sind. Dass alle Menschen genau das machen können, was ich kann. Dass man genau spürt, was ich meine. Dass man genau spürt, was meine Intention ist. Dass man genau spürt, was ich sagen will, auch wenn meine Worte nicht absolut korrekt sind. Und das war für mich unheimlich schwierig und ich habe das ja auch nicht verstanden. Und das war so eines der schwersten Sachen, mit denen ich umgehen musste, zu lernen, dass man hier nur mit Wörtern kommuniziert oder mit Gestien oder mit Mimiken, aber dass diese Sinne natürlich hier erstens nicht gebraucht werden und zweitens auch ein bisschen lässig sein kann. Und das äußerte sich ja für dich einmal in der Form, dass du mit jemandem gesprochen hast, der dir etwas gesagt hat mit Worten, du aber wusstest, dass der eigentlich was anderes meint. Das hat dich ja verwirrt. Das hat mich total verwirrt, weil ich habe es nicht verstanden. Also ich habe gedacht, ja, aber warum sagen die das, wenn sie eigentlich das meinen? Oder warum sind sie ganz nett zu mir, aber eigentlich weiß ich genau, die haben genau was anderes vor. Und das war. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich stelle mir das nur vor. Ich bin verrückt. Es kann doch nicht sein. Und ja, und das war auch so. Besonders in den ersten Jahren war das auch sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Und ja, das war nicht immer leicht. Und umgekehrt ist es dir ja auch manchmal schwer gefallen, wenn du dich ausdrücken wolltest, bist du ja davon ausgegangen, dass die schon merken, was du eigentlich sagen willst. Und hast dann vielleicht nicht so präzise, wie wir das hier kennen und auch hier machen müssen, weil wir eben diese andere Kommunikation nicht so drauf haben, dann auch Schwierigkeiten gehabt, auch mal die richtigen Worte zu finden. Und das war schwierig für dich. Ja. Oder zum Beispiel generell in Asien, auch in Indonesien, auch in den Stämmen, man sagt ja nicht Nein. Nein ist ja ein sehr unhöfliches Wort. Aber man spürt es ja, wenn ein Mensch es nicht machen will. Also ist das Wort Nein nicht so wichtig. Und jetzt komme ich in eine Kultur, wo ich schlechtes Gewissen habe, wenn ich Nein sage. Oder wo ich denke mir, das kann ich nicht machen, das ist ganz unhöflich, dann werden die Leute ganz wütend, wenn ich Nein sage. Und das war auch so eine Sache, die ich dann auch noch lernen musste, dass man hier Nein sagen darf und dass man es muss. Und das war dann ein langer Prozess. Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Die 20 Jahre, die du dann im Westen gelebt hast, eine Familie gegründet hast, 4 Kinder bekommen hast, verheiratet warst, versucht hast, Fuß zu fassen mit mehr oder weniger Erfolg, mit vielen Höhen, vielen Tiefen. Und dann kam das Jahr 2011, da warst du schon ein paar Jahre krank und wurdest immer kränker. Ja, also ich war ja nach Dschungelkind, war ich ja mehrmals zurückgegangen in den Urwald. Und die Vermutung ist, dass ich mir irgendeinen Parasiten eingeholt habe, einen unbekannten Parasiten. Und das fing an, dass ich so ganz leicht an, dass ich so einmal im Monat mich nicht so wohl gefühlt habe und habe gedacht, das ist die Grippe, ich bin müde, überarbeitet und so. Aber durch die Jahre wurde das immer mehr und mehr und ich wurde immer kranker und kranker. Und dann fing ich an, Ärzte aufzusuchen. Ich bin zu deutschen Ärzten, Österreich, Schweiz. Ich habe mit Singapur-Ärzten kommuniziert, mit australischen Ärzten kommuniziert. Ich habe mich durch und durch untersuchen lassen. Ich habe Diäten gemacht. Ich bin zum buddhistischen Arzt, zum chinesischen Arzt. Ich habe alles probiert. Ich habe alles geschluckt, alles genommen. Nichts hat geholfen. Und irgendwann mal war ich dann so ganz am Ende und war auch beim Tropeninstitut. Und die haben gesagt, Frau Kügler, das ist höchstwahrscheinlich eine unbekannte Krankheit. Und diese zu finden und auch überhaupt noch ein Heilmittel zu finden, ist fast unmöglich. Und wir können nichts mehr für sie machen. Das heißt, du hattest die Sorge oder man kann fast sagen die Gewissheit, dass du das nicht überleben würdest. Ja, das wurde mir auch gesagt. Ja, so indirekt, ja. Die haben gesagt, dass wenn es so weitergeht, dann wird es nicht mehr lange dauern. Ja. Und da warst du in einer Situation, du hattest 4 Kinder, die dich natürlich brauchten als Mutter. Und hast dann die schwerste Entscheidung, glaube ich, deines Lebens getroffen. Ja, also ich glaube, jeder würde, auch besonders die Mütter hier, auch Väter bestimmt auch, verstehen. Ich stand vor der Entscheidung, ich hatte Kinder und ich habe gesagt, ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Und habe ich mir gedacht, okay, wenn ich die Krankheit bekommen habe im Urwald, dann wird es dort vielleicht unter den Stämmen jemand
sein, der die Krankheit kennt und auch ein Heilmittel hat dagegen. Weil die Stämme, es gibt ja Stämme nicht so sehr, die in Kontakt mit der Außenwelt sind, sondern sehr, die sehr isoliert sind. Die haben ja ein sehr, sehr großes Wissen noch, Pflanzenwissen, medizinisches Wissen haben die ja. Und habe dann einen Bekannten von mir, ein guter Freund, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, angerufen und der hat gesagt, ja, du musst kommen. Und habe mich entschieden, von einem Tag zum anderen, das war auch die schwerste Entscheidung meines Lebens, ich habe gesagt, wenn ich nur eine kleine Chance habe zu überleben, weil ich möchte für meine Kinder noch weiterleben, weil die brauchen mich noch, dann würde ich diese Chance nehmen. Habe meine Kinder zu meinen Vätern gebracht, bin dann nach Papua-Neuguinea und bin mit dem Bekannten auf eine Reise gegangen, wo ich dachte, die würde vielleicht ein halbes oder ein Jahr dauern, die hat 5 Jahre gedauert. Und das ist ja auch das Hauptthema dieses Buches, diese 5 Jahre, da hast du ja wahnsinnige Geschichten erlebt. Du hast am Ende auch Heilung gefunden, dazu kommen wir auch noch. Du hast aber auch unglaubliche Dinge erlebt. Vielleicht erzählen Sie erstmal, wie ist das denn gewesen? Du kamst dann an, du warst krank und es hat dann ja 4 Jahre gedauert, bis du das Heilmittel gefunden hast, bis du dann auch Zeit hast, dich zu erholen. Wie hast du denn diese 4 Jahre überlebt? Also das Interessante war, ich kam hier an und ich war ja ziemlich krank. Also es kam ja immer in Phasen. Also einmal im Monat bin ich krank geworden. Also mein Körper wurde paralysiert mit Schmerzen. Ich konnte nichts machen. Das war ja der Zyklus. Und das Erste, was die gemacht haben, ist, dass die gesagt haben, ich durfte nur noch Kokosnüsse essen und Wurzeln. Und ich habe diese 3, weil die haben gesagt, wir müssen dich ja irgendwie am Leben halten, sodass wir ein Heilmittel finden können. Und das war auch ganz, und in der Zeit, die haben mir auch immer wieder was gegeben. Und ich war krank, aber ich bin ja nicht dann gestorben. Aber, und dann fingen wir an, von einem Dorf zum anderen zu gehen. Zum Beispiel, jemand sagt, ja, da ist jemand in dem Dorf, kennt sich sehr gut aus mit Pflanzen. Da sind wir da hingegangen, haben wir ausprobiert, haben gewartet, Krankheit kam wieder. Dann haben sie gesagt, okay, da ist jemand in dem Gebiet, die kennen sich da aus. Und so fingen wir an, überall rumzureisen, von einem Ort zum anderen. Und ich habe alles genommen und alles geschluckt, was man mir gegeben hat. Und manchmal hat es auch für 2, 3 Monate gewirkt. Und mir ging es besser. Und ich dachte, ist es vorbei, ich bin gut. Und dann kam es wieder. Mhm. Und ja. Und da seid ihr immer tiefer in den Urwald hinein, habt auch mit Dörfern und Stämmen zu tun gehabt, die kaum oder gar keinen Kontakt bisher zur Außenwelt hatten, die noch nie einen weißen Menschen oder farblosen Menschen, würden Sie ja da sagen, gesehen hatten. Du bist auch mit so einem Phänomen wie Kannibalismus in Berührung gekommen, das kanntest du schon von den Fayu. Das ist, glaube ich, eines so der größten Missverständnisse in der westlichen Welt. Was hat es denn mit Kannibalismus auf sich? Ist das einfach Nahrungsaufnahme oder worum geht es da? Also ich habe ja, also Kannibalismus, ja, da kenne ich mich, ja, ziemlich gut aus. Du hast selber keinen Mensch gemacht. Nicht, dass ich irgendwas selbst gemacht habe, nein. Also das größte Missverständnis ist für viele ist, dass Kannibalismus hat eigentlich nichts damit zu tun mit dem Essen oder wir essen jetzt irgendwie Menschenfleisch. Es hat mit der Spiritualität und mit dem Geist zu tun. Es gibt 3 Gründe, warum Kannibalismus dort unter Stämmen praktiziert wird. Es ist natürlich heute verboten, aber damals, das erste war, wenn man jemanden liebt und man möchte, dass dieser Geist, dieser Mensch bei einem bleibt, glauben die, wenn du ein Stück des Menschen isst, dann bleibt der Geist auch in dir und bleibt auch bei dir. Das zweite Grund ist, wenn du das Gegenteil machen willst, du hast einen Feind und du willst sicher sein, dass der Geist dieses Feindes niemals rückkehren kann in deren Gebiet, was für die das Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann. Das war natürlich auch ein Grund. Und das dritte hatte mit Magie zu tun. Ich habe in der Zeit, wo ich unterwegs war, nur einmal erlebt, dass es ein Stamm war, die jemand gegessen hat. Das war ein weißer oder ein farbloser, aber nur, weil sie schauen wollten, wie der schmeckt. Das habe ich eigentlich nur ein einziges Mal erlebt. Das war am Ende des 18. Jahrhunderts. Darüber erzählen sie noch heute. Aber generell gibt es immer einen Grund, was mit der Seele oder mit dem Geist oder mit Magie zu tun hat. Eine Passage in dem Buch, die ist, glaube ich, wenn Sie das lesen, werden Sie vielleicht so ein bisschen stutzen und stocken. Da bist du einem Wesen begegnet, das weder Mensch noch Tier ist, sondern ein Humanoid. Das ist eine so unglaubliche Geschichte, die musst du mal erzählen. Ja, also bevor ich die erzähle, möchte ich sagen, das ist natürlich, bei vielen Menschen sagen sie, na, das kann ja nicht möglich sein. Aber wissen Sie, wenn ich bei den Stämmen bin,
und die fragen mich, wie bist du hierher gekommen? Dann sage ich ihnen, ja, ich bin an einen ganz großen Kasten eingestiegen und dann ist dieser Kasten in die Luft gegangen und dann hier gelandet, dann lachen die sich auch kaputt. Glauben mir auch nicht. So. Man muss, Neuguinea, die Insel Neuguinea hat die zweitgrößte Regenwald der Welt und ist ein, anders wie der Amazonas, das das größte ist, gab es noch nie eine Entwicklung dort. Es gab noch nie eine Zivilisation, es gibt keine archäologischen Funde bis heute. Man hat noch nie alte Ruinen gefunden, nichts. Es gibt Gebiete bis heute, das nennt man No Man's Land. Das sind Gebiete, die bis heute unerforscht sind. Das sind meistens in die Berggebieten, da kommt man fast nicht rein. Und ich war in diesem Gebiet mit einem Stamm, die eigentlich noch nie, also die wussten, es existiert eine Außenwelt, aber hat noch nie einen weißen Menschen gesehen. Und wir waren auf die Jagd und es war abends und ich lag beim Feuer. Also ich habe ja immer neben dem Feuer geschlafen, aus Schutzgründen, im Urwald so, und hatte so mein Gesicht zum Feuer und roch auf plötzlich einen Geruch. Ich habe etwas gerochen, was ich noch nie gerochen habe. Und sofort natürlich, die Instinkte gehen sofort los und ich wusste, was immer das ist, es war weder Mensch noch Tier. Ich konnte dir dieses, was ich gespürt habe, hat nicht eingepasst mit dem, was ich gelernt habe. Dann habe ich mich so ganz langsam so rumgedreht und was ich gesehen habe, da habe ich zum ersten Mal verstanden, was es bedeutet, wenn man sagt, das Blut friert in den Adern. Vor mir stand ein Wesen ungefähr so groß, dessen Körper ganz klein war, also ganz klein Körper, die Arme und Beine sehr, sehr lang, sehr dreckig, nackt. Die Haare sahen aus so wie Raster, die waren auch sehr lang. Und das Gesicht war eigentlich ein wunderschönes, also fast wie ein elfenmäßiges Gesicht. Also wunderschön, es war ein Junge. Und es roch, dieser Geruch, das war eigentlich das, was ich gerochen hatte. Aber was mich so erschrocken hat, war die Augen. Das starrte mich an mit Augen. Man sagt ja, wenn man einen Mensch in die Augen sieht, sieht man die Seele. Aber die Wildheit in diesen Augen hat mich so erschrocken. Auch natürlich, dass es auch so eigenartig aussieht. Und ich da schrie, hatte so eine Decke mit mir, habe es dann über den Kopf getan. Die Männer, die Jäger sind alle aufgesprungen und kamen mit ihren Messern, dachten, da war so eine Schlange oder so und haben gefragt, was ist los? Und dann habe ich denen erklärt, was ich gesehen habe. Und da fingen die alle an zu lachen. Und da haben sie mir erzählt, ach, sagte, na, mach dir keine Sorge, das ist ein Umemo. Und ich sage, was ist ein Umemo? Ja, haben sie gesagt, das sind die ersten Einwohner dieser Insel, bevor wir Menschen hierher kamen. Die haben hier gelebt, bevor wir hierher kamen. Und da sagte der eine, ja, ich habe vor kurzem auch einen gesehen. Und ich habe dann natürlich danach auch sehr, sehr viel darüber nachrecherchiert und habe eine ganze Recherche darüber gemacht. Und die haben mir gesagt, ich habe die gefragt, ist das denn ein Mensch? Nee, sagen sie, es ist kein Mensch. Ja, sag, ist es ein Tier? Nein, sagen sie, es ist kein Tier. Es ist weder Mensch noch ein Tier. Aber es sieht aus wie ein Mensch. Okay, diese Wesen sind nicht dokumentiert, aber du hast dann viel nachgeforscht. Du bist in deiner Kindheit ja schon auf Berichte von diesen Wesen gestoßen, auch danach noch. Und es gibt auch eine Möglichkeit zu unterscheiden, ob jemand Tier oder Mensch ist. Und die sind eben, was macht sie aus? Also ich habe das ja schon Kindheit gehört, solche Geschichten, habe gedacht, als Kind habe ich natürlich 100% dran geglaubt. Dann bin ich in den Westen gekommen, da habe ich gesagt, das ist alles Quatsch. Und als ich das erlebt habe, weil ich habe ja oft in diesen Stämmen Geschichten gehört, wo die mir auch sehr detaillierte Sachen erzählt haben. Und als ich dann das Umemo gesehen habe, fing ich an dann zu recherchieren und habe dann so eine Tabelle gemacht, weil manchmal kommen sie an und sagen, ja, da ist so eine Gruppe und das sind ganz kleine Menschen und so. Und dann waren so bestimmte Fragen, die ich gefragt habe. Und eins war, ob sie Feuer benutzen. Weil die haben ja Zugang zu Feuer. Die Umemo haben ja Zugang zu Feuer eigentlich, weil sie ja mit den Stämmen auch manchmal Kontakt haben. Nein, sie benutzen kein Feuer. Benutzen sie Werkzeuge? Nein, sie benutzen keine Werkzeuge. Also es sind so bestimmte Fragen, die ich gefragt habe. Und da an den Fragen, wie kommunizieren sie? Wie weit ist die Sprache entwickelt? Wie vermehren sie sich? Wie leben sie? Können sie zum Beispiel, was sie essen? Und dadurch konnte ich an der Tabelle sehen, genau wie nah sie an den Menschen dran waren oder wie weit weg sie an den Menschen dran waren. Und diese Studie habe ich gemacht, habe ich aber leider im Fluss verloren, als unser Boot gekenkt hat ist. Das ist wirklich schade. Ja. Lass uns noch mal zu der Heilungsgeschichte zurückkommen. Ihr seid durch den Dschungel gegangen, ihr habt
wildeste Geschichten erlebt. Da kommen wir sicherlich gleich noch auf das eine oder andere. Dann irgendwann seid ihr auf eine Person gestoßen, die das Gefühl hatte oder eine Ahnung hatte, was deine Krankheit sein könnte. Und ich würde dich einmal bitten, um es nochmal zu verstehen, kurz reinzulesen, wie das gewesen ist, als du das Heilmittel gefunden hast. Und dann kannst du gleich nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu kam. Also Neumannsland, Papua-Neuguinea, 2016. Mit einem Ruck fuhr ich hoch. Ich schwitzte stark und mir war schrecklich übel. In meinem Kopf drehte sich alles rasend schnell. Ich kroch an den Rand der Holzplattform, die wie in vielen Gegenden Papua-Neuguineas vor dem Haus stand, und übergab mich. Meine Eingeweide fühlten sich an, als seien sie zu Tausenden von engen Knoten gewickelt. Mir war heiß, als stünde ich in Flammen. Ich kroch zurück auf die Matte und legte mich hin. Eine kühle Hand hob meinen Kopf an. Ich fühlte Wasser auf meinen Lippen und hörte eine Stimme, die mir sagte, ich soll trinken. Ich erbrach es sofort. Ich trank wieder, diesmal in kleineren Schlucken. Doch wieder konnte ich nichts bei mir behalten. Ich fiel in einen unruhigen Schlaf und als ich erneut erwachte, ging es mir noch schlechter. Die nächsten Tage haben nur Bruchstücke in meinem Gedächtnis hinterlassen. Ich erinnere mich dran, wie ich in die Hütte getragen wurde, an den brennenden Schmerz, der sich in meinem Körper ausbreitete, an die Krämpfe in meinen Muskeln, an die sensende Hitze, die mich schreien ließ, an das Erbrechen von Blut, das meine Decke rot färbte, an die ständigen stechenden Kopfschmerzen, die so stark waren, dass ich meinen Kopf auf den Boden schlagen wollte, um den Schmerz zu stillen. Ich fühlte mich wie in der Hölle, bettelte, weinte und schrie um Linderung, bis ich in die Dunkelheit zurückfiel, nur um wieder in die Welt der Lebenden zurückzukehren und der ganze Kreislauf aus Schmerzen, Erbrechen und Schreien von Neuem begann. Es muss der dritte Tag gewesen sein, als ich mich nicht mehr bewegen konnte. Die Schmerzen waren unerträglich. Ich hatte die Kontrolle über alle Körperfunktionen verloren. Ich schien nur noch eine leere Hülle aus Fleisch und Knochen zu sein. Meine Kleider waren mit Schweiß, Blut und Körperflüssigkeit getränkt. Als ich aufblickte, sah ich ein bekanntes Gesicht. Mickey weinte und ich wusste, dass etwas schiefgegangen war. Anstatt ein Heilmittel zu finden, tötete es mich. Seine Stimme sagte immer wieder, es tut mir leid, es tut mir leid. Im Hintergrund hörte ich Trauergesänge. Der ganze Stamm hatte sich draußen versammelt, um mir die letzte Ehre zu erweisen und meine Seele ins Jenseits zu schicken. Ich schloss die Augen, wollte weinen, aber es kamen keine Tränen. Mein Körper war völlig dehydriert, trotz des Wassers, das mir in die Kehle gezwungen wurde. Es ist nicht deine Schuld, Mickey, dachte ich, aber ich war zu schwach, um zu sprechen. Das muss mein Schicksal sein, war mein einziger Gedanke. Mickys Stimme klang weit weg, die Trauergesänge verklangen, bis ich sie nicht mehr hören konnte. Als ich so dalag, spürte ich plötzlich, wie eine eigenartige Ruhe über mich kam. Ich streckte die Hand aus und ergriff seine. So würde ich wenigstens nicht alleine sterben. Das Letzte, was ich sah, waren die Gesichter meiner Kinder. Es tut mir so leid, flüsterte ich. Dann wurde alles schwarz. So, jetzt bist du ja bei uns und lebst. Ich lebe. Glücklicherweise. Ja. Also Mickey ist dein Freund und Geschäftspartner, mit dem du unterwegs warst. Das war zu einem Zeitpunkt, als ihr schon 4 Jahre auf der Suche nach einem Heilmittel wart. Wie seid ihr da rangekommen? Was ist da passiert? Es kam so, wir waren ja schon 4 Jahre unterwegs gewesen. Und ich kam so zum Punkt, wo ich gesagt habe, also wo ich anfing, die Hoffnung zu verlieren. Also es ist ja, man nimmt was und man glaubt, es funktioniert und dann wird man wieder krank. Dann nimmt man was und das über und über und über. Und irgendwann mal habe ich gesagt, so jetzt, ich kann nicht mehr. Und ich habe zu Mickey gesagt, wir versuchen es noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann gehe ich zurück und zu meinen Kindern und werde mich vorbereiten für das Ende meines Lebens. Und da haben wir plötzlich Nachricht bekommen von jemandem, mit dem wir schon mal waren in den Bergen, in Neuguinea, in Papua-Neuguinea. Und der hat gesagt, komm schnell, ich glaube, ich habe ein Heilmittel gefunden. Und wir sind dann dahin gereist, hat ja mehrere Wochen gedauert, und sind dann in diesem Gebiet gegangen, das heißt No Man's Land. Das heißt, das ist sogar ein Gebiet, wo die Menschen in Papua-Neuguinea, die meisten, die wollen alle da nicht hin, weil das ist ein unerforschtes Gebiet. Und da gab es einen Stamm und in diesem Stamm gab es einen Medizinmann, der in den Bergen lebte und der sagt, er kannte diese Krankheit und hat gesagt, aber ich müsste da hinkommen, um es zu nehmen. Und
dann sind wir da hingegangen und der hat aber gesagt, du musst es nehmen, wenn du die Krankheit hast, also wenn sie gerade im Ausbrechen ist. Und dann gab man mir zwei Baumrinden von einer Farbe, die ich noch nie gesehen hatte. Es war eine ganz, eine starke rosane Baumrinde, also richtig rosa. Und es waren zwei Stück, zwei verschiedene Farben von rosa Baumrinde. Und die haben mir erzählt, das ist ein ganz, ganz seltener Baum und man nennt ihn den Blutbaum, weil wenn man reinschneidet, dann kommt roter Harz raus. Und von diesen zwei Baumrinden musste ich das Harz mischen und das musste ich nehmen. Und dann hatte man uns gesagt, wenn du es nimmst, du wirst das Gefühl haben, dass du stirbst, aber du wirst nicht sterben. Aber an diesen Satz, also wir waren natürlich so aufgeregt, das auszuprobieren, haben wir gar nicht gedacht. Und dann habe ich das genommen und ich kann Ihnen sagen, ich habe ja schon vier Kinder gehabt, also ich weiß, was Schmerzen ist. Aber das, was ich durchgemacht habe, diese paar Tage, das kann man sich, das war so schlimm. Also ich war Gott sei Dank ganz, ganz viel ohnmächtig, deshalb habe ich also nicht alles mitgemacht. Aber die Schmerzen waren so unerträglich. Und eigentlich, was passiert ist, ist, die haben mich vergiftet, um mich wieder zu heilen. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft. Und langsam, hat aber viele, viele Monate gedauert, hat man mich sozusagen wieder aufgebaut. Und seitdem bin ich auch nie wieder krank geworden. Dann warst du also in diesem Stamm, du hattest dann die schlimmsten Horrortage hinter dir, es wurde ein Stück weit besser und dann seid ihr ja nicht direkt aus dem Stamm raus und du bist nicht direkt nach Hause zu deinen Kindern, sondern ihr habt noch eine ganze Zeit lang in dem Stamm gelebt und du hattest vor allen Dingen auch noch eine Sache vor, die du unbedingt in deinem Leben nochmal machen wolltest, das hat auch mit der Jagd zu tun. Du wolltest jagen gehen, du wolltest ein Wildschwein jagen, was für eine Frau ja nicht nur ungewöhnlich ist, sondern ungehörlich. Also man machte es einfach nicht. Und Micky war auch total dagegen, dass du das machst. Du hast aber trotzdem einen Weg gefunden, auf die Jagd zu gehen. Ja, also als die Feige gemerkt haben, dass ich ein Mädchen bin, haben die mich ja rausgeschmissen aus der Männerwelt. Und ich habe mir immer gedacht, ich möchte noch einmal jagen gehen. Ich möchte noch einmal das Jagdadrenalin spüren. Ich möchte noch einmal spüren, wie es ist, jagen zu gehen. Weil wenn das Jagen, es ist ja anders wie hier in Deutschland. Hier in Deutschland sitzt man hier irgendwo auf einer Plattform und man wartet, bis so ein Wildschwein so ganz lässig vorbeikommt. Im Urwald muss man ja richtig jagen. Das heißt, man muss Kräfte haben, die fast übermenschlich sind. Sonst würde man das nicht schaffen. Und dadurch hat sich natürlich wahrscheinlich durch die Evolution ein Jagdadrenalin entwickelt, dass wenn man jagen geht, dann geht man auf ein totales Rausch, sagt man, glaube ich, ein High, ein Wahnsinns-High. Man sieht Farben, die man noch nie gesehen hat. Man hat das Gefühl, man ist übermenschlich. Und da, Micky wollte das natürlich nicht, weil Frauen dürfen da nicht jagen gehen. Das ist eigentlich verboten. Aber ich bin dann hinter seinem Rücken zum Häuptling gegangen und der hat gesagt, okay, wir erlauben das einmal. Und dann bin ich dann mit einigen Männern auf die Jagd gegangen und habe tatsächlich noch einmal dieses Gefühl oder noch das Erlebnis gehabt, jagen zu gehen und habe das auch sehr detailliert im Buch beschrieben, weil das ist etwas, was zum Beispiel ich noch nie gelesen habe. Also ich persönlich habe noch nie jemand das gelesen, dass jemand mal beschreibt, was passiert bei den Urstämmen. Also das sind ja Menschen, die ja nur im Urwald leben, wie schaffen die das, jagen zu gehen und warum treibt es sie immer wieder zurück, jagen zu gehen, weil das so schwer ist und so anstrengend ist und und das hat mit dem Rausch zu tun und das ist fast wie eine Sucht. Ja. Und da bin ich nochmal jagen gegangen, ja. Wir haben heute Minderjährige hier, deswegen zitiere ich nicht alles, aber das ist schon etwas, was wirklich unvorstellbar ist und was ein Mensch einfach erleben muss, damit er diese unglaublichen Strapazen in einem wahnsinnig großen Dschungel, Urwald, ein kleines Wildschwein zu finden, was er auf sich nehmen muss, um das überhaupt hinzubekommen. Und also das ist eine unfassbare Geschichte, die man da nachlesen kann. Und das hat auch dazu geführt, dass du nach der Heilung, du bist ja hingegangen, um zurückzugehen zu deinen Kindern. Jetzt hattest du Heilung, warst aber in der Zeit schon so verschmolzen wieder mit der Kultur, warst so eins geworden mit dem Stammesleben, dass du gar nicht im Sinn hattest, wieder zurückzugehen. Nee, also das Stammesleben basiert ja aus einer Gruppe. Das heißt, wenn man in dieser Stammesgruppe ist, dann gibt man seine eigene Identität auf.
Man gibt seine Verantwortung, man gibt ja alles auf. Und ich war ja jahrelang wieder in der Kultur gewesen, in der Kultur meiner Kindheit. Und habe mich durch die Zeit immer mehr und mehr tiefer wieder in diese Kultur hineingefunden. Aber nicht nur in der Kultur, sondern auch in der Natur, also nicht nur in den Stämmen, sondern mit der Natur. Und viele Leute sagen ja, man sagt ja ganz leicht, dass das Wort ja eins mit der Natur werden. Aber viele verstehen nicht, was das wirklich bedeutet. Eins mit der Natur zu werden, dort, da ist man, es ist so, als ob man nicht mehr existiert als ein, man hat keine eigene Identität mehr. Man ist ein Teil von alles um einen herum. Und ich befand mich in dieser Kultur und habe mich immer weiter und weiter verloren, immer tiefer und tiefer reingegangen, bis alles nichts mehr außerhalb nichts mehr existiert hat. Es hat nichts mehr existiert. Ich war so tief in dieser Welt drin, ich war so verwurzelt wieder in das Stammesleben, in der Natur und in dem Moment. Es gab keine Vergangenheit, es gab keine Zukunft, es war nur dieser Moment und es schien, die Zeit hatte sich verändert und ich fühlte mich so sicher und so wohl und so, als ob man so auf eine totale andere Ebene ist irgendwie. Und Mickey hat immer gesagt, wir müssen zurück, wir müssen zurück, wir müssen zurück. Und dann gab es auch eine große Auseinandersetzung. Vielleicht kannst du uns dazu einmal auch eine kurze Passage vorlesen. Mickey, jetzt redet Mickey. Glaubst du wirklich, du bist einer von uns? Sieh dich an, du redest davon, ein Stammesmenschen zu sein, doch du benimmst dich genauso wie die, die du angeblich verachtest. Alles, was dich interessiert, sind deine eigenen Wünsche, dein eigenes Glück, dein eigenes Wohlergehen. Dir geht es nur darum, was du fühlst und was du willst. Du gehörst nicht hierher. Du hast es verspielt, einen festen Platz in diesem Stamm zu bekommen, als du auf die Jagd gegangen bist. Dies ist nicht deine Welt und sie wird es nie sein. Und glaubst du wirklich, dass du jemals irgendwo ganz dazugehören wirst? Du bist und bleibst weder weiß noch schwarz, weder melanesisch noch Europäer. Du läufst von dir selbst weg, von deiner Verantwortung, von deinen Ängsten und deinen Schwächen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was es heißt, Verantwortung zu tragen? Werde endlich erwachsen und kapiere, worum es im Leben wirklich geht, anstatt dich hier zu verstecken und den einfachen Weg zu wählen, deinen Ängsten und dein Schicksal zu entkommen. Es ist an die Zeit, dass du lernst, dich dem Leben zu stellen, anstatt dich wie ein Feigling zu verkriechen. Das, was du machst, ist unfair. Mir gegenüber, dem Stamm, der dein Leben gerettet hat, und deinen Kindern gegenüber. Er schrie nur beinahe. Die Dorfbewohner hielten inne und beobachteten die Szene. Als ich seine Worte hörte, stiegen angestaute Wut und Bitterkeit in mir hoch. Ich geriet in Rage. In diesem Augenblick hasste ich ihn abgrundtief. Ich fühlte mich von Mickey bedroht, bedrängt, mir mein neues Leben wiederzunehmen. Etwas in mir explodierte. Ich drehte mich um und sah Pfeil und Bogen an einem Baum lehnen, die jemand dort zurückgelassen hatte. Nein, dachte ich mir, ich lasse mich von niemandem aus diesem Leben reißen. Ich machte einen Satz zum Baum, griff nach dem Bogen und drehte mich zurück zu Mickey. Ich spürte den Schock der Menschen um uns herum, als ich den Pfeil spannte, auf ihn zielte und die Sehne losließ. Ich hörte Mickeys lauten Schrei, als der Pfeil in seinen Bein eindrang. Ich sah seinen Wut, als er ihn herauszog, sich auf mich stürzte und mir den Bogen aus der Hand riss. Dann holte er weit aus und schlug zu. Er traf mich so hart, dass ich rückwärts taumelte. Ich fühlte den brennenden Schmerz, als meine Ohren unter der Wucht seiner Hand explodierten. Und auf eine seltsame Weise fühlte es sich gut an. Es verstärkte meine Wut noch. Mich überkam ein dunkles, wildes, überwältigendes Verlangen zu töten. Es war noch viel intensiver, mächtiger und unkontrollierbar als das, was ich vor einigen Wochen auf der Jagd spürte. Ich werde dich umbringen, schrie ich und stürzte mich auf ihn. Ich glaube, hier im Raum muss keine Angst haben. Ja. Aber das ist schon, das war eine echte Extremsituation. Ja, ja, ja. Also, Sie müssen sich vorstellen, das ist so, ich kann es beschreiben, so jemand, der zum Beispiel auf so ein High ist und jemand, der, ich meine, wir machen das ja auch, nein, wir bestimmt alle nicht, aber es sind ja Menschen, die nehmen Drogen hier. Und es sind bestimmte Drogen, wenn man die Leute dann angeht, dass die da total ausrasten. Das Interessante ist, wenn man sich dann so tief in dem Urwald oder mit der Natur verbindet, dann ist man ja auch auf eine wahnsinns andere Ebene. Und Mickey ist immer wieder gekommen und hat gesagt, wir müssen raus, wir müssen raus. Und da plötzlich hatte ich das Gefühl,
dass ich bedroht bin. Mein Leben ist bedroht. Es ist natürlich kein Grund, ihn anzuschießen und so. Aber das war so eine Situation, das natürlich auf einer Seite auch nicht korrekt war, aber auf der anderen Seite hat es etwas ausgelöst in mir. Und das hat mich so, es ist so, als ob ich dann auf plötzlich wieder wach wurde. Und auf plötzlich alles wurde wieder so klar und so bewusst. Und ja, das war, und bin, ich bin dann natürlich aus Bestrafung, das, es kommt immer eine Konsequenz, bin ich dann natürlich aus dem Stamm. Genau, wie geht ein Stamm mit einem solchen Konflikt um? Ja, also das ist wieder so eine ganz ungewöhnliche kulturelle Unterschied, was natürlich in Deutschland sagt man, oh, sie hat ihn angeschossen, das ist was ganz Schlimmes. Im Stammessystem ist das nicht so schlimm. Ja, schwer zu verstehen hier. Was schlimmer gewesen, wenn man sagt, ja, war Mickey wütend auf dich? In dem Moment war er wütend natürlich, aber nicht so sehr, weil was viel schlimmer gewesen wäre, ist, wenn ich seine Ehre angegriffen hätte, weil er ihr Häuptling ist, wenn ich ihn geschämt hätte oder wenn ich mich lustig über ihn gemacht hätte. Das, die Konsequenzen daraus wären viel, viel schlimmer für mich gewesen. Ja, ihn anzuschießen ist natürlich, ich hätte ihn ja auch nicht umgebracht, ich hab ihn ja am Bein geschossen, aber ich hätte ihn ja auch woanders schießen können, aber es ist so, aber es gibt für alles immer ein, wie sagt man, eine Konsequenz. Und letztendlich war die Konsequenz, erstens musste man so eine Zeremonie machen und so, aber dann kam der Häuptling, hat sich dann hingesetzt mit Mickey und der hat auch zu Mickey gesagt, es gab mehrere Gründe, aber die haben gesagt, nimm sie mit und bring sie zurück in ihre Welt, weil sie ist weder Mann noch Frau. Sie passt hier in unserem System nicht rein. Sie hat das Jagdadrenalin in sich. Und in einem Stammessystem hat jeder seine Ordnung und jeder seinen Platz. Und wenn irgendwas da ist, was irgendwie Unruhe bringt, kann das für die ganze Stamm Unruhe machen und da kann die Gesellschaft auch auseinanderfallen in dem Sinne. Und deshalb haben die mich sozusagen rausgewiesen, weil ich ihn angeschossen habe, aber das war auch hauptsächlich der Grund, weil sie gesagt haben, sie muss zurück in ihre Welt. Und dann habt ihr in dem Zuge den Urwald verlassen und dann bist du auch nach kurzer Zeit tatsächlich auch ja. wieder zurück nach Europa zu deinen Kindern zu gegangen. Ja. Mhm. Ich habe das ja schon ganz oft erlebt, dass du gefragt wirst, wie dein Blick auf Einmischung aus der westlichen Welt in Völker ist, die noch bisher unberührt sind, wie es auch mit Entwicklungshilfe und mit solchen Dingen geht. Und es gibt da eine Passage, bevor wir vielleicht da gleich noch mal ein bisschen eintauchen, die ich sehr, sehr stark finde, die du vielleicht auch noch mal für uns lesen könntest, wo wir uns dann einfach diesem ganzen Thema Postkolonialismus und Umgang mit bedrohten Völkern und was ist eigentlich unsere Aufgabe und was ist nicht unsere Aufgabe da angeht. Der Häuptling widersprach heftig und sagte etwas, was mir sehr zu denken gab und meine Haltung dazu komplett veränderte. Warum sollen wir weiterhin wie Tiere auf dem Boden schlafen, während ihr in weichen Betten schläft? Warum sollen wir weiterhin in Dreck sitzen, während ihr auf bequemen Sofas sitzt? Warum sollen wir weiterhin nachts frieren, während ihr euch in warmen Decken wickelt? Warum sollen unsere Frauen weiter blind werden, weil sie ständig dem Rauch des Feuers ausgesetzt sind, während ihr auf Öfen kocht? Warum sollt ihr ein bequemes Leben haben, während wir um unsere Existenz bangen? Welches Recht habt ihr, uns zu sagen, was wir haben können und was nicht? Okay, also die Frage, ist der Einfluss von außen gut oder schlecht? Also ich, ja, beides. Aber das Interessante, was ich immer wieder überlebe, ist, wir sind wieder, wie es auch oft ist, von einem Extremen in die komplette Antrieb gefallen. Es gab eine Zeit, wo wir alle gekommen sagen, ja, wir müssen da rein und wir müssen die Menschen alle zivilisieren und die müssen alle Kleidung tragen, die müssen alle sein wie wir. So, jetzt machen wir genau das Gegenteil. Nein, die Leute sollen sich wieder ausziehen, sie sollen nackt rumlaufen, sie sollen weiter ihre Kultur haben, sie müssen weiter in den Stämmen und leben und so. Und ich sage, und ich höre mir das immer an, auch hier andauernd hier auch in der westlichen Welt und ich sage, was gibt euch das Recht zu sagen, was sie machen und nicht machen können, dürfen? Was gibt euch das Recht zu sagen, dass sie keine Handys haben dürfen, keine Kleidung haben dürfen? Und ich habe immer wieder habe ich mich mit den Einheimischen drüber unterhalten. Und die sind so wütend drüber, weil die sagen, was sind wir? Sind wir Tiere, die man in ein Zoo einschließt? Und was natürlich aber noch dazu sagen muss, ist,
natürlich, was bedroht sind, sind natürlich die Wälder. Was bedroht sind, ist der Urwald. Es wird wahnsinnig abgeholzt da. Und das, also da haben wir auch viel Arbeit gemacht und so. Aber da habe ich auch immer gesagt, wenn wir den Menschen wirklich helfen, also wenn wir wirklich was machen wollen, was sinnvoll ist, müssen wir ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln als Gesellschaft. Weil die moderne Welt, die Technologie, die können wir nicht aufhalten. Und die soll auch nicht aufgehalten werden. Was wir aber machen können, ist ihnen die Möglichkeit zu geben, in dieser neuen Welt hineinzukommen, ohne dass sie ihre Traditionen abgeben müssen, ohne dass sie ihre Wälder abholzen müssen. Das ist das, was sie wollen. Aber die wollen weiter in ihren Dörfern leben, sie wollen weiter ihre Gärten haben. Aber sie wollen auch Elektrizität haben, sie wollen auch einen Ofen haben, sie wollen auch Decken haben. Und ich habe immer gesagt, wir haben nicht das Recht, ihnen zu sagen, was sie machen oder haben oder nicht haben dürfen. Das müssen die selbst bestimmen. Mhm. Eine Sache, die auch sehr, sehr spannend, die auch, glaube ich, sehr, sehr aktuell ist für die Zeiten, in denen wir leben, mit den Kriegen um uns herum. Du hast ja sehr früh schon als Kind erlebt, was es bedeutet, wenn es Unfrieden gibt. Also der Stamm der Fayu, der hat untereinander Krieg geführt. Es gab vier Gruppen, die sich bis aufs Blut bekämpft haben. Die Fayu waren im Krieg mit den Nachbarstämmen und ihr als Familie kamt da mitten rein. Und ihr habt es am Ende geschafft, und das kannst du uns nochmal sagen, wie ihr das eigentlich gemacht habt oder was da passiert ist, dass der Stamm nach ein paar Jahren Frieden geschlossen hat und dadurch auch die Möglichkeit hatte, sich wirklich zu entwickeln. Ja, also als wir reinkamen zu den Fayu, waren die, was man nennt, ein Blutkrieg. Das heißt, die hatten sich, die Fayu war mal ein sehr großer Stamm, mehrere tausend Mitglieder, und hatten sich innerhalb von 2 bis 3 Generationen von mehreren tausend Menschen auf 400 Mann, Frauen und Kinder runtergeschlachtet. Also, und die hatten nicht nur Krieg untereinander, die hatten auch Krieg mit den Stämmen um deren Gebiet herum. So, wenn eine Gesellschaft, irgendein Lebewesen, sei es Wasser, sei es eine Pflanze, sei es ein Mensch, wenn man irgendwas komplett isoliert, wo da kein Input und Output ist, stirbt es irgendwann mal ab oder es verfault. Und das ist dasselbe mit Gesellschaften. Und die Fayu waren dann so isoliert und hatten immer diesen Blutkrieg untereinander. Und dann kamen wir natürlich in der Situation rein, wir wussten das ja nicht damals, als mein Vater reinkam, das hat er aber dann schnell erfahren. Und das Interessante war, ist, die haben zu ihm gesagt, wir wollen Frieden haben, wir wollen nicht mehr töten, wir wollen keinen Krieg, aber wir wissen nicht wie. Und mein Vater hat zu denen gesagt, er hat gesagt, ich kann euch den Frieden nicht bringen. Den Frieden, den müsst ihr selbst machen. Was ich aber euch anbieten kann, ist eine Plattform, wo ihr euch treffen könnt, wo ihr wieder kommunizieren könnt, was nicht mit dem Krieg zu tun hatte. Und wir kamen ja da rein, haben unser Haus gebaut, und dann kamen natürlich die von den Gruppen kamen und haben sich bei uns getroffen. Und das ist das erste Mal, dass sie sich erinnern können, dass sie im selben Raum sind, ohne einander umzubringen oder im selben Gebiet. Aber ab und zu kam es halt zum Krieg. Und dann gab es Krieg in unserem Haus herum. Und das war über Jahre so. Und irgendwann mal, es war ja ein, muss ich mir vorstellen, sie sitzen jetzt in ihrem Haus und um ihnen herum sind 2 Gruppen, die bis zu 8 Stunden, die machen so diesen Tanz, diesen Kriegstanz. Und das ist wahnsinnig laut. Und sie haben ja nichts, um sich abzulenken. Und das kann sehr, sehr anstrengend sein. Und meine Schwester, die auch sehr empfindliches Gehör hatte, die hat dann drunter gelitten, und eines Tages ist die einfach also sie fing an zu weinen und hörte nicht mehr auf. Und mein Bruder und ich saßen und haben zugeguckt, wie die da am ihren Kriegstanz am Machen war. Und da habe ich etwas gesehen, was ich noch nie gesehen hatte bei meinem Vater. Und zwar saß er da und plötzlich sprang er raus, lief nach draußen zwischen diesen Kriegern, nahm die Pfeile, fing an, die zu brechen über sein Knie und schrie, hört auf, hört auf, hört auf. Und natürlich alles wurde still und alle waren schockiert. Die Fayu waren ja total schockiert, weil mein Vater sich nie, er hat immer gesagt, wir werden uns nicht da einmischen. Wir hatten es noch nie eingemischt. Und da hatte mein Vater die 2 Häuptlinge geholt und hat aufs Haus gezeigt und sagte, hört ihr meine Tochter, wie die am Schreien ist, hört ihr das? Er sagt, ich kann das meine Familie nicht mehr antun. Also entweder geht ihr und bekriegt euch irgendwo anders oder ich verlasse euch und nehme meine Familie mit. Ihr entscheidet. Er ging dann wieder ins Haus, einige Zeit später rief man ihn wieder raus und dann haben die gesagt, wir wollen nicht, dass ihr geht, wir wollen, dass ihr bleibt. Und wir haben eine Entscheidung getroffen. Und zwar, da hatten sie so Steine gesammelt,
ich sagte, wir werden jetzt eine Grenze bauen, um euer Haus herum, um den Landeplatz. Und ab dem Zeitpunkt darf keiner mehr die Waffen in diese Zone mit reinbringen. Alle müssen sie draußen halten. So, das haben sie auch gemacht. Und das Interessante war, ist, diese von Kindesalters an haben ja Tag und Nacht nie ihre Waffen losgelassen, wenn sie am Schlafen waren, wenn sie umjagen, die haben ja immer ihre Waffen dabei gehabt. Und dann kam natürlich auch von den anderen Gruppen, das war eine Regel, das wurde dann zu jedem gesagt, keiner durfte die Waffen in diesem Gebiet mit reinnehmen, das mit den Steinen markiert war. Und am Anfang kamen sie und dann saßen sie so genau an der Grenze, also saßen sie da und die Waffen waren so in Reichweite noch. Aber als die Monate vergingen, die Wochen vergingen, die Monate vergingen, haben sie sich immer mehr weiter weg von ihren Waffen gesessen, immer weiter weg, bis sie dann irgendwann mal so da in der Mitte unseres Platzes saß. Und dann passierte was Interessantes. Zum ersten Mal saßen sie da gegenüber einander, hatten keine Waffe, also lohnt sich das nicht zu streiten, es lohnt sich nicht zu machen. Und da fingen sie an, miteinander zu reden. Kleinigkeiten, Jagd, Kinder, was immer. Und irgendwann fingen sie an, Essen zu teilen miteinander. Und irgendwann mal fingen sie an, zu kommunizieren, also nicht nur zu kommunizieren, sondern haben dann zum Beispiel denselben Feuer geteilt. Und bis eines Tages, die haben uns das noch nicht mal gesagt, haben die tatsächlich Frieden geschlossen. Erst die zwei Gruppen, dann die dritte und dann die vierte. Aber das, was ich jetzt heute eigentlich zum ersten Mal mir richtig bewusst geworden ist, Sie müssen sich vorstellen, hier sind vier Gruppen, wo jeder jemandem umgebracht hat. Jetzt sitzen sie vor jemandem, der ihre Frau zerstückelt hat, ihr Kind umgebracht hat, ihr Vater umgebracht hat. Und jetzt vergeben sie diese Person. Und ich sage immer, ja, die Fayu war ein einfaches Volk. Aber sie haben eine Stärke gehabt, das ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Sie haben es geschafft, einander zu vergeben. Und nicht nur das, die haben auch angefangen, ihre Töchter und Söhne zu verheiraten. Und dieser Frieden und das, und dann kam es interessant, und diese Grenze, das war auch interessant, diese Grenze, habe ich gemerkt, wurde immer größer und größer. Und die fingen an, ihre Hütten in dieser Grenze reinzubauen, weil die zum ersten Mal erlebt haben, was es ist, keine Angst zu haben und nachts schlafen zu können. Aber was noch erstaunlicher war, ist, dass als die Fayu den Frieden geschlossen haben, kam der nächste Stamm und guckte die Fayu an und dachte, naja, wenn die keinen Krieg mehr führen, warum sollen wir Krieg führen? Und die haben die Waffen niedergelegt. Dann kam der Do-Stamm und hat gesagt, wenn die Fayu und die Kirikiri keinen Krieg mehr führen, warum sollen wir kriegen? Und die haben die Waffen niedergelegt. Und diese Welle von Frieden hat angefangen, weil die Fayu am Ende des Tales gelebt haben, hat da angefangen und ist diesen ganzen Tal, hunderte von Kilometern, ein Stamm nach dem anderen hat Frieden geschlossen, bis Stämme, die noch nicht mal wussten, dass die Fayu existiert. Und dieser Frieden hält an bis heute. Und das alleine nur, weil ein kleines Volk sich entschieden haben, dass die Zukunft ihrer Kinder war mehr für sie wichtiger als das Gefühl von Hass und von Revenge, von Rache. Und die haben es geschafft. Und dieser Frieden hält an bis heute. Und all diese Stämme sind am Wachsen. Die sind wieder am Wachsen. Die Fayu sind wieder am Wachsen. Damals hatten sie zwei Kinder. Heute haben sie 6 bis 10 Kinder. Ja, eine Geschichte, die man sicherlich nicht so ganz einfach auf die Konflikte in dieser Welt übertragen kann. Man wünscht sich das, aber es ist sicherlich sehr schön zu sehen, was tatsächlich möglich ist und welche Macht und welche Kraft auch Vergebung haben kann. Also ich finde es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja, du warst dann zurück in Europa und hast dann ja auch einen Vorsatz gefasst, nachdem du wieder gesund geworden bist, ist jetzt endlich auch im Westen zu schaffen, ein gutes, glückliches Leben zu führen, zu verstehen, was da eigentlich los ist. Das hat auch ganz gut funktioniert. Du hast nämlich in der Zeit, als du nochmal 5 Jahre zurück in die Kultur deiner Kindheit gegangen bist, auch verstanden, wie Gesellschaft im Stamm funktioniert, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und allein diese Erkenntnis hat dir ja ganz viel geholfen, dich in dieser Welt zurechtzufinden. Vielleicht kannst du uns mal
einen Überblick geben, was eigentlich der ganz große Unterschied zwischen dem Leben hier und dem Leben in einem Stamm ist? Also der größte Unterschied ist, und als ich das begriffen habe, hat sich für mich alles verändert. Um im Urwald zu überleben, muss man unsichtbar werden. In der westlichen Welt zu überleben, muss man sichtbar werden. So, das bedeutet nicht, dass man nicht gesehen werden muss oder dass man unbedingt gesehen werden muss, sondern das bedeutet, wenn man in einer Gesellschaft im Urwald lebt, um sicher zu sein, sei es, wenn man in einem Urwald spazieren geht, dann sollte man nicht rote Kleidung tragen, dann sollte man nicht Parfüm anhaben, man würde alles an sich ziehen. Oder wenn man in einem Stamm lebt, ist man ja ein Teil der Gruppe, man hat keine Identität. So, man ist unsichtbar in dem Sinne, dass man eine große Struktur wird. Also Sie müssen sich vorstellen, eine Struktur, und da sind alle in dieser Struktur drin. Man hat keine Privatsphäre im Stammessystem, man hat kein Entscheidungsrecht in dem Sinne, man hat auch keine Verantwortung, also man trägt ein bisschen Verantwortung, jeder trägt ein kleines Teil von einer Verantwortung. Man hat aber auch keine Freiheit. So, dann kommt man zu der westlichen Kultur, sichtbar werden. Hier sehe ich die Strukturen, dass jeder Mensch eine Struktur für sich selbst ist, dass jeder Mensch Verantwortung für sich selbst hat, dass man jeder Mensch eine Identität hat, seine eigene Identität und auch Freiheit hat. Im Urwald Freiheit zu haben, bedeutet Tod. Und jetzt komme ich in eine Welt, wo ich auf plötzlich die ganze Verantwortung ist auf mich, aber ich verstehe das nicht und ich bin frei und ich habe Angst vor der Freiheit. Und ich weiß, dass viele, die aus den Kulturen kommen, die dann nach Australien, wo immer hingehen, die haben alle dasselbe Problem. Man hat Angst vor der Freiheit, aber als ich dann dieses verstanden habe, um in dieser Welt zu überleben, muss man sichtbar sein. Man muss lernen, Nein zu sagen, man muss seine eigene Identität haben, man muss seine Privatsphäre schützen. Dann habe ich aber auch diese Freiheit entdeckt. Und das hat für mich so eine neue Welt geöffnet, wo ich gedacht habe, zum ersten Mal mir wurde bewusst, ich bin frei. Ich kann entscheiden, was ich machen möchte, was ich sein möchte. Ich kann entscheiden, was ich sage. Ich kann entscheiden, wenn ich nicht was machen will. Und das hat für mich so einen Unterschied gemacht. Und als ich das verstanden habe, habe ich zum ersten Mal auch die westliche Kultur verstanden und habe angefangen, mich zu integrieren. Und als das passiert ist, bin ich auch glücklich, also zufrieden geworden hier. Glück ist ja immer so ein Wort, aber zufrieden geworden hier. Und habe auch kein Heimweh mehr gehabt und habe wirklich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich wirklich hier angekommen bin. Und was machst du mit deiner neu entdeckten und jetzt da seienden Freiheit? Also du bist auch als Unternehmerin tätig. Das hat auch mit einer Erfahrung zu tun, die du damals noch im Urwald gemacht hast. Ja, also ich bin ja, als ich unterwegs war im Urwald, sind wir zu einem Insel gekommen, die Geschichte steht im Buch, und da habe ich gemerkt, dass die Frauen keine Falten hatten. Auch die Alten, die hatten keine Falten. Und ich natürlich, wow, das muss ich sehen, was das ist. Und die benutzen so eine Paste, das haben sie mir dann gezeigt, und dann habe ich die später nachgemacht und habe die dann ausprobiert und habe mir gedacht, die funktioniert ganz gut. Die ist super und habe das dann natürlich immer für mich gemacht und dann natürlich später kamen auch Freunde und Familie und die haben gesagt, Mensch Sabine, das wollen wir auch haben. Es ist sehr schwer herzustellen, dauert so 3 bis 6 Monate und habe dann mit einer guten Bekannte von mir in Sri Lanka, die heißt Anche, wir haben da zusammen lange recherchiert, haben dann uns zusammengetan mit einer deutschen Firma und bringen das Produkt jetzt auf den Markt, das heißt Asahego. Es ist ein komplett anderes Produkt, als was Sie kennen hier, diese weißen Creme, die so parfümiert sind. Ich habe gesagt, nein, ich möchte, dass das Creme bleibt, wie es ist, im Sinne von dem Geruch, der Farbe. Das Rezept soll authentisch sein, muss natürlich alles zertifiziert sein. Wir haben ja Gesetze hier in Deutschland. Und das kommt auch demnächst auf den Markt. Und das heißt Asahego, ja. Ja, spannend. Eine Sache fand ich noch sehr, sehr interessant, und zwar wie die Gesellschaften im Dschungel, wie die sich organisieren. Und zwar gibt es da ja kein bürgerliches Gesetzbuch, kein Strafgesetzbuch, aber trotzdem funktionieren die Gesellschaften ja auch. Und da fand ich diese eine Zeremonie, die beim Berdesiam-Fest stattfindet, auf der Insel der Frauen. Ja, Trobriand Islands, die Insel der Liebe nennt man das. Also die haben etwas
ja. erfunden, was die Gesellschaft tatsächlich sehr, sehr gut zusammenhält. Vielleicht kannst du das noch einmal beschreiben zum Abschluss. Ja. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist ja eine Insel, da gab es mehrere große Dörfer, es war eine sehr große Inselkette und die haben eine Tradition, heute nicht mehr so sehr, weil das eigentlich nicht so, also damals besonders, wo für 2 Wochen jede Frau mit jedem Mann schlafen will, mit jedem Mann schlafen kann, den sie will. Aber nur die Frauen dürfen entscheiden, nicht die Männer. So, das ist für 2 Wochen so. Das hat aber einen ganz interessanten kulturellen Hintergrund. Und zwar in dem Jahr, das Interessante war, in dieser Gesellschaft gibt es kein, wie sagt man, Gewalt gegen Frauen. Null. Weil die Männer wissen, wenn diese Zeit kommt und die haben irgendwas mit ihren Frauen getan, dann gehen die Frauen auf diesen Mann los. Und das werde ich jetzt nicht hier beschreiben, das können Sie im Buch lesen. Aber und das hat dazu geführt, dass in dieser Gesellschaft es keine Gewalt gab gegen Frauen. Ich sage nicht, dass man das hier in Deutschland machen soll. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass so bestimmte Gesellschaften bestimmte Eigenschaften entwickelt haben, die für uns natürlich sehr fremd sind oder wo wir sagen, das ist, warum machen wir? Wir sehen ja nur, dass ja, diese Frauen gehen los und schlafen rum mit jedem Mann, ob man verheiratet ist oder nicht. Jede Frau kann aussuchen, mit wem sie will. Viele Männer flüchten in der Zeit. Muss ich sagen. Und ja, weil das geht schon ab, also es ist nicht so ein nettes, romantisches Vorstellen, wie wir das haben, das geht wirklich da wild ab. Aber ich habe dann immer wieder erlebt, dass die so Wege gefunden haben oder entwickelt haben, die auch funktioniert haben, wo man dann auch den Rest des Jahres so Frieden hatte. Und das nennt man so die Insel der Liebe. Es gibt auch andere Geschichten dazu. Heutzutage wird das natürlich nicht mehr so ermutigt und die Kirche hat natürlich das auch vor langer Zeit verboten. Aber das habe ich immer wieder entdeckt, wie Stämme so ungewöhnliche Traditionen entwickelt haben, was im ersten Blick eigenartig aussieht. Aber wenn man dahinter guckt, ist da immer ein Grund, warum das so, sich so entwickelt hat. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt bist du wieder hier und du sagst, du bist glücklich. Es sind sicherlich noch Lernfelder für dich da. Aber im Prinzip bist du auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ja. Ja, also ich habe das Gefühl, man kommt natürlich nie, man entwickelt sich ja immer weiter. Also man lernt ja immer mehr. Ich sage immer, bis man am Todesbett ist, kann man ja noch lernen. Und man entwickelt sich weiter, man lernt immer wieder was Neues dazu. Ich entdecke immer wieder neue Sachen. Aber ich denke mir einfach, dass das, was ich gelernt habe im Leben, ist einfach zu sagen, dort, wo man ist, wie sagt man, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist für mich so dermaßen wichtig geworden, zu sagen, ich bin dankbar, dass ich zum Beispiel heißes fließendes Wasser habe. Ich bin dankbar, dass ich Freunde habe. Ich bin dankbar, dass meinen Kindern gut geht. Und für mich, ich habe einfach gelernt, dass viel für mich Glück bedeutet auch Dankbarkeit. Glück bedeutet Familie, Glück bedeutet meine Freunde. Und ich glaube, und besonders jetzt Gesundheit. Und ich bin auch so dankbar dafür. Und das hat vieles in meinem Leben verändert, ja. Ja, also es sind noch viele spannende Geschichten in dem Buch. Wir haben noch gar nicht über die Flut gesprochen, die dir nochmal alles genommen hat, in der du auch ganz knapp nur mit dem Leben davon gekommen bist. Wir haben noch gar nicht über schwarze Magie gesprochen, mit der du in Verbindung gekommen bist, nicht über die Tradition von Opfergaben, mit denen man die Ahnengeister besänftigen muss. Es spielt eine ganz, ganz große Rolle im Alltag. Also es ist noch ganz, ganz viel Spannendes in diesem Buch. Kann man gar nicht alles in der kurzen Zeit, die wir haben, hier auf der Bühne besprechen. Deswegen, vielen Dank, liebe Sabine, dass du uns so viel Auskunft gegeben hast. Danke, dass Sie zugehört haben. Und dann bist du, glaube ich, gleich noch am Tisch, wenn jemand Interesse hat, noch das eine oder andere Buch zu signieren und vielleicht die eine oder andere Frage zu beantworten. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und natürlich wünsche ich Ihnen alles Gute und ja, das Beste. Alles Gute.